Was ich mir gern gewünscht hätte, ist, dass die Festung Haustierslots gehabt hätte, weil ich habe so viele Haustiere mittlerweile. Hier unter Sonstiges, da. Die würde ich gerne hier frei rumlaufen lassen. Klaue eines älteren Bären. Die könnte ich auch mal verkaufen. Gegenstandstyp. Erst die Haustiere, da das ramponierte Medaillon, von dem ich immer noch nicht weiß, für was es gut sein soll. Und sehr viele andere Sachen. Ja, die hier, die könnte ich verkaufen. Ist aber... Hier rein, das Kopfgeld abgeben. Dann sehen wir weiter. Ich muss ja auch mal wieder in Redwicks Festung zurück. Denn dafür haben wir ja auch mittlerweile eine Quest bekommen. Jägerbruder. Den Stämmen. Berats Held, genau. Genau, Berats Held. Das Kopfgeld, das ist beides in den endlosen Fahrten. Harte Verhandlungen. Ich glaube, ich stelle mich dann doch auf. Ich höre mir nochmal Alari an, wenn ich wieder in Zwillingsräumen bin. Und je nachdem stelle ich mich dann wahrscheinlich auf seine Seite. Ach nee, halt, Alari ist ja die miese Händlerin. Renato, genau. Wenn er mich wirklich angelogen hat, dann wäre ich nämlich sauer. Gute Jagd, hoffe ich. Was kann ich für dich tun? Ich habe das Kopfgeld für Nalrat den Weisen. Puh, riecht so übel wie er aussah. Gute Arbeit, hier ist das Kopfgeld. Ist das noch was? Was gibt's für neue Kopfgelder? Ich habe ein paar neue Angebote. Mal sehen, was wir hier haben. Dieses Mal sind es einige große Namen. Darauf Grimald, der Vampir zum Beispiel. Vampir ist das falsch geschrieben. Und dieser Priester, hinter dem die Schmelztiegerritter her sind. Und es gibt ein Kopfgeld auf den grünen Tod. Der letzte Auftrag stammt von den Glavatanern bei Ibrels Brunnen. Sie wollen einem Plünderer das Handwerk legen. Erzählt mir etwas über Darauf Grimhaut. Grimhaut. Darauf Grimhaut ist ein Unruhestifter, der sich für einen Visionär hält. Sie haben schon einmal versucht, ihn zu töten, aber das war nicht von Dauer. Jetzt hat dieser Vampir in den Katakomben unter dem Bezirk Kupferweg in Trutzbucht irgendeinen Kult gegründet. Der Palast des Dux wird also entfernt wird, dauerhaft. Was hat es mit diesem Priester auf sich? Thorfinn, einem Hohepriester des zersplitterten Gottes, schändet im ganzen Dürrwald Grabstätten. Wir wissen nicht, wonach er sucht, aber er und seine Männer haben einen Trupp von Schmelztiegelritter getötet, die ihn aufhalten sollten, und jetzt fordern die Ritter seinen Kopf. Er wurde zuletzt im Esternwald gesehen. Was ist der grüne Tod? Ein Alchemist im Gnadental will den Kopf von Glastial, dem Troll, auch bekannt als der grüne Tod. Der Bursche sagt nicht, was er damit vorhat, nur dass er sehr gut zahlt. Wenn du Interesse hast, solltest du in Learemen nach Glastial suchen. Hinter wem sind die Glavatada her? Liedschmied Roska, eine Sängerin aus Norwegen, sie und ihre Komplizen haben equitalische Ruinen geplündert und die Glavatada von Ibrelsbrunn wollen, dass sie für ihre Verbrechen bezahlt. Und sie bezahlen uns dafür. Roska hat ihr Lager außerhalb von Kliaban Rilak aufgeschlagen. Okay. Level Ups. Ein Abenteuer. Läuft in 25 Stunden ab. Wen schicken wir auf das Abenteuer? Soll ich wieder Kanna schicken? Ja, schicken wir wieder Kanna. So, verschwindest du da oben? Achso, die neuen Kopfgelder, okay. Warten wir mal, bis sie abgelaufen sind. Sonst habe ich nämlich wieder die Schriftrolle die ganze Zeit da oben. Kopfgeld, Liedschmied, Oscar. Okay. Du erstmal. Mehr Wissen.
Bonuszauber wäre nicht schlecht. Verbote. Mehrender Glanz. Nee, inspirierender Glanz. Geschwindigkeit. Nö. Die Vorteile, das heißt, die Priester werden treffender, wodurch die Genauigkeit seiner Verbotsfähigkeit gesteigert wird. Schmerzliches Verbot. Priester können ihren Zorn durch Verbot kanalisieren und ihren Angriff bei der schmerzhaften Schwächung versehen. Zielgeschwächt für gegen Tapferkeit. Okay, das klingt gut. Jetzt noch Sagani. Athletik. Teuflischer Gefährte. Trainiert Gefährten, wenn es teuflische Tanken, wenn ein Treffer Schaden zufügt. Ah, oh, das klingt gut. So, dann gucken wir uns mal kurz die vier neuen Kopfgelder an. Der teure Glasadi, auch bekannt als der grüne Tod, steift durch die Ruinen von Le Aremen in der Sturmwallschlucht. Ein Alchemist bietet eine stattliche Belohnung für seinen Kopf. Wenn ich den Teufel finden und besiegen kann, erhalte ich für seinen Kopf eine ordentliche Belohnung. Er wurde zuletzt bei den Ruinen von Le Aremen gesehen. Aha. Liedschmied Roska, die berüchtigte Sängerin aus Norwegen, wird gesucht, weil sie irgendwie teilweise Ruinen geplündert hat. Sie wurde zuletzt bei Kliban Rilak gesehen. Liedschmied Roska hat ihr Lager außerhalb von Kliban Rilak aufgeschlagen. Wenn ich dieses Kopfgeld fordern will, muss ich dorthin reisen, sie töten und ihren Kopf als Beweis bringen. Grimhaut. Darauf Grimhaut, der Vampir, schart sie in den Katakomben vom Kupferweg Anhänger um sich. Darauf Grimhaut hat den Tod schon einmal überlebt und führt in den Katakomben unter dem Bezirk Kupferweg in Trutzburg einen Kult an. Der eotasianische Priester Torfen sorgt im Esserwald für Ärger, weshalb ein Kopfgeld auch wieder ausgesetzt ist. Wo war nochmal der Esternwald? Da oben. Ha. Das war der, der Gräber plündert, gell? Das macht Sinn. Torfen, ein Hohepriester von Jotas, hat Grabsteine geschädigt und dann die Schmelztiegerritter getötet, die seinem Treiben ein Ende setzen wollten. Auf seinem Kopf wurde eine Besuchung ausgesetzt. Ich glaube, dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal den im Esternwald töten und mich um den falschen Wedrick kümmern. Das wäre eine gute Idee. Eotas-Priester. Das heißt, es sind menschliche Gegner hauptsächlich. Das wird also wahrscheinlich nicht so schlimm werden wie gegen Urgaldroiden. Hoffe ich jedenfalls mal. Zumal uns für alle auf noch das Level abfehlt. Also werden wir jetzt Emotag aktiviert, teuflischer Gefährte. Ready, Watcher. Ja. Na, sehr gut. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erst um den falschen Priester, dann um den falschen Redrick. Und bis dahin ist auch unsere Festung vollständig ausgebaut. Das heißt, vielleicht werden sich die Räuber und Wegelagerer in Zukunft überlegen, ob sie uns angreifen wollen. Ich würde es nicht tun. Nebenbei, wir haben jetzt zurzeit, nein, wir haben nur immer noch Berold hier. So, ich kann mir schon vorstellen, wo sich dieser falsche 50er aufhalten soll. Keep it quiet. Also dieser falsche 50er von Eotas Priester. Es heißt nämlich, er plündert Gräber und da oben sind Gräber.
Ich habe eigentlich auch schon, als ich von dem gelesen habe, gleich an diesen Ort hier gedacht. Naja gut, der zweite mögliche Ort wäre der Erbhügel gewesen. Das ist übrigens auch gut, dass Trutzbucht wieder offen ist, weil sonst könnten wir nicht in die Katakomben. Na, eotasianischer Wärter. Hm. So, das heißt hier ein Quicksave. Okay, es sind viele Gegner. Du rennst, du machst den hier. Und ja genau, Alof übernimmt Balwen. Jetzt wurde Alof übernommen. Okay. Gut, das heißt, Alof macht das Typische. Oh, Doritz sieht nicht so gut aus. Doritz, mach mal den hier. Ich wundere euch, warum die da hinten. Ist jetzt die ganze Gruppe hier übernommen worden? Ja. Okay, wo ist der Mistkerl, der alle übernimmt? Da, der Kriegsmagier. Okay. Ihr geht mal etwas weg und kümmert euch um die Fernkämpfer da hinten. Wow. Der Effekt ist meine Frames einbrechen. So, ein Fernkämpfer weg. Wo ist Fenris? Ah, Fenris kämpft hier mit. Du kannst ruhig auch mithelfen. Ach komm. Der muss schneller mal weg. Warum ist der nur leicht verletzt? Na komm. Ah, oh, jetzt ist er tot. Gut, das war ein bisschen komisch. Aber es hat ganz gut geklappt eigentlich. Obwohl der ständig übernommen hat. Außergewöhnlicher mittlerer Schild. Hm. Mantel der schlichten Bezahlung. Tank des gnadenlosen Starrens. Ah ja, das war der. Mhm. Ein vergoldetes Zauberbuch. Okay. Guter Bogen. Ein Bier. Du kannst wahrscheinlich eh nicht mehr viel mehr Biere. Trank des Duplikates Zauberers ist für dich. Und der Rest kann hier rein. So, hier ist noch was drin gewesen. Nein, ist nicht. Und wir ziehen die Leute jetzt wirklich aus. Ich glaub's nicht. Ja. Okay, du hast Tränke des Starrens, Tränke des Bollwerks. Da kriegst du die noch. So. Ja. Gut. Ich glaube, beim Kampf gegen den falschen Redrick, da... Ah, Neuzauber. Gnadenloses Starren. Flammenstoß. Bittere Bindung. Hm? So. Kann der mal weg. Ah. Ja, das heißt, für unser erstes Kopfgeld haben wir schon mal.